Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, ein wenig führt uns das Tagesgebet der Messe heute in die Irre. Es wird das Bild des Heiligen bestärkt, der heilige Bruno, Gründer der Kartausen, der ein Leben des Mönchs führt in der Einsamkeit. Aber so sah das Leben des heiligen Bruno nicht aus. 1030 oder 1035 ist er ein Sohn der Stadt Köln, in einer Patrizierfamilie geboren. Er geht dort wohl in eine der Stiftsschulen. Zum Studium bricht er nach Reims auf, in die Nähe der Kathedrale, in der die französischen Könige gekrönt werden. Eine bedeutende Schule damals. Er kommt zurück nach Köln und wird Stiftsherr in St. Kunibert, jene Kirche, schöne, die man heute noch in Köln besuchen kann. Aber nachdem sein Lehrer in Reims gestorben ist, der Leiter dieser Domschule, ruft ihn der Erzbischof zurück und er wird dessen Nachfolger. Zunächst der Nachfolger des verstorbenen Leiters der Domschule. Kurz darauf, weil man seine Begabungen erkennt, macht ihn der Erzbischof zum Kanzler. Also wir würden heute vielleicht sagen Generalvikar. Bei Synoden muss er als Ankläger seines eigenen Erzbischofs auftreten. Wir sind mitten im Kampf der Auseinandersetzung, wer denn die geistlichen Ämter bestellt. Investiturstreit haben wir vielleicht in der Schule. Noch eine ferne Erinnerung daran, dass wir das damals im Geschichtsunterricht lernten. Der Kaiser oder der Papst? Es ist Papst Gregor VII., der diesen Streit durchdekliniert und die Rechte der Kirche versucht durchzusetzen mit einer großen Kirchenreform, dass es also auch würdige Inhaber der geistlichen Ämter gibt. Er muss in dieser Auseinandersetzung, nachdem als Kanzler alle seine Güter konfisziert wurden, er muss fliehen. Er geht nach Köln zurück. Bald darauf wird er wieder gerufen und nach einer kurzen Zeit vom Papst zum Erzbischof von Reims ernannt. Aber der König bestellt einen eigenen Erzbischof. Heftige Auseinandersetzungen folgen. Bruno lässt alles hinter sich. Er geht zu Robert von Molaime, einem der eigentlichen Gründeräbte der Zisterzienser. Wir haben immer den heiligen Bernhard im Hinterkopf. Aber Bernhard macht diese Bewegung erst groß, aber gegründet hat er sie nicht. Robert von Molaime macht Bruno zum Mönch. Aber Bruno zieht sich direkt mit einigen wenigen in eine Eremitage zurück. Und nach einem Jahr wandert er weiter. Schließlich landet er in Grenoble. Der dortige Erzbischof gibt ihm die letzte Ecke seines Bistums. Jenem Tal der Grand Chartreuse. Dort kann Bruno 6 Jahre leben. Bevor ihn sein früherer Schüler aus Reims, der inzwischen Papst geworden ist, Urban II. Nach Rom ruft, um ihm dort zu helfen bei der Kirchenreform. Er sucht sich wieder ein einsames Feld. Dort, wo heute, das ist heute in Rom wirklich kein einsames Feld mehr, dort, wo der Bahnhof steht, Stazione Termini. Das war damals ein einsames Feld um die Diokletianstermen herum. Dort gründet er die zweite Kartause. Und dann geht es aber weiter. Er muss mit dem Papst nach Unteritalien ziehen, wo er dann schließlich die dritte Kartause gründet. Von wegen ein Leben zurückgezogen in der Einsamkeit. Und doch hat dieses Gebet recht, liebe Schwestern und Brüder. Denn egal, wo Bruno war, was er getan hat, wir könnten in Anwendung des Evangeliums heute sagen, egal wie oft der Herr bei ihm angeklopft hat, in welcher Situation auch immer, immer diese Bewegung, immer dieses Aufbrechen müssen, sich nirgendwo richtig niederlassen können, nirgendwo richtig bleiben können. Ist das denn wirklich ein Leben der Stille, der Klausur, einer Kartause gar? Für Bruno schon. Er hat ein ganz kurzes Gebet, dass er unablässig spricht und dass ihm so etwas wie der innere Raum einer Klausur ist,
ein Raum der Gottesgegenwart, ein Raum der Heiligkeit, ein Raum der Stille, die er immer mit sich trägt. Egal, ob als Kanzler einer Diözese, als Berater des Papstes und enger Mitarbeiter oder im Tal dort in den französischen Alpen. O Bonitas, spricht er unablässig, o Güte. Wir wissen, dass das nicht einfach ein abstrakter Begriff ist, sondern wenn er von uns als Christen gesprochen wird, dann haben wir das menschgewordene Antlitz Gottes in Christus vor uns. O Bonitas, immer spricht er es. Das ist sein Gebet, sein Rückzugsort, seine eigentliche Kartause. Wie sehr spricht dieses Leben, liebe Schwestern und Brüder, in diese Hektik, in den Lärm, in den Krach dieser Welt auch heute hinein? Wie sehr müssen wir als Kirche lernen, auch nicht Angst zu haben vor Veränderung? Bruno hat alle paar Jahre sein ganzes Leben umkrempeln müssen. Aber er kennt den Rückzugsort, weil er das leuchtende Angesicht Gottes in Christus vor sich hat, zu dem er unablässlich betet, O Bonitas. So kann er aufbrechen, so kann er wirken. Und so ist er denn ein wahrer Mönch, der der Welt eine Klostergründung hinterlässt, die bis heute keiner Reform bedurfte. Es steht das Kreuz, sagen die Kartäuser, mag sich die Welt noch so sehr ändern. Das Kreuz als Zeichen der Liebe und Güte Gottes. Bruno wusste, wovon er sprach. Er hat es erlitten und erlebt.